Hallo und willkommen zu Kung Fury, einem supergeilen Spiel zum gleichnamigen Kickstarter-Projekt Film, welcher jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Spielt in den 80ern, also eine richtig schöne Persiflage, und in dem Spiel kann man eigentlich nicht wirklich mehr machen, als nach links und rechts zu gehen, aber trotzdem macht das Spiel wirklich eine Menge Spaß, weil man immer wieder den neuesten Highscore knacken möchte. Ich zeige euch das jetzt einfach mal. So, Optionen gibt es nicht wirklich. Das sieht dann einfach nur so aus hier. Ziemlich witzig. So, okay, und dann gehen wir jetzt direkt wieder weiter. Man kann einfach nur immer nach links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und so kann man halt immer seinen Bonus höher steigern, wodurch dann wirklich die Punkte irgendwann in die Höhe steigen, wenn man da wirklich ein bisschen konzentriert ist. Da darf natürlich keine Hitpoints verlieren. Ich mache natürlich jetzt gerade genau das, was man nicht machen sollte. Und verliere direkt, ja. Gucken wir mal, wie es weitergeht. 7000 Punkte, das ist doch mal gar nicht so schlecht. Ich finde im Hintergrund, wir gucken uns jetzt gerade einfach nur mal den Hintergrund an. Weil dann geht's hinten stehen erstmal die ganzen Roboter, sein Roboterfreund hier, Triceratops und Barber Dingsbums da, hinten Kneipe, der Müll, sogar sein Auto aus dem. Das soll wahrscheinlich der Hoff hier hinten sein, der David Hasselhoff, hinten auf dem Poster. Und ja, es sind halt schöne Gassen, in denen man sich prügelt. In den 80ern sah das immer so aus. Aber ich werde jetzt gleich nochmal richtig anfangen, versuchen mich mal ein bisschen zu konzentrieren. Und mal gucken, ob ich dann vielleicht ein bisschen weiter von den Punkten komme, als das sonst immer der Fall ist. So, gucken wir mal. Zack und zack. Ich finde den Film echt super. Also das ist toll. Ich finde es einfach wunderschön, wie eine Firma, also wie eine Firma, wie eine Privatperson einfach so eine geile Idee haben kann. Eine Firma. Es ist einfach wirklich fantastisch. Guckt euch das an, ich habe die Links, ich hoffe, ich habe die jetzt die ganze Zeit schon links und rechts reingemacht. Guckt euch das mal an, das ist wirklich der Knaller. So, jetzt gucken wir mal, dass ich hier wirklich einen hohen Bonus bekomme. Zack, 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 zack. Gleich wieder die ganzen Herzen verloren. Das ist so typisch. Nein. Okay, fangen wir noch von vorne an. Zack, 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 zack. Und zack, zack. Ah, Mann. Das Problem ist, man muss sich wirklich unheimlich konzentrieren und ich kann fast gar nicht dabei reden, wenn ich jetzt hier ernsthaft mich konzentrieren muss. Das funktioniert fast gar nicht. Am Anfang geht's noch, weil es ist so schön einfach. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, zack, zack. Da kann man alles so schön abwarten. Aber im späteren Verlauf, das wird so ein Durcheinander. Gerade jetzt bei dem hier. Ob ich jetzt hier hochlein. Nein! Ja, ist doch noch ein Regal. Oh, Mist. Hauptsache, ich bleibe ein bisschen am Leben. Nein, verdammt nochmal. Ich kann mich echt nicht konzentrieren. Also ich schaffe das nicht, mich jetzt so zu konzentrieren, dass ich hier wirklich weiterkomme. Aber es ist auf jeden Fall wirklich klasse. Guckt jetzt mal, was halt echt super ist von der Idee her, ist, man kann sogar in deren Shop eine Schallplatte kaufen. Ja, also es ist. Und es gibt eine Back, also wenn man Backer von dem Spiel ist, wirklich eine geniale Sache. Man kann Man kriegt das Ganze als VHS-Kassette. Den Film. Also das ist.
Nein! Jetzt war ich doch gar nicht so schlecht hier gerade. Und dann habe ich mal eine Sekunde. Eine Sekunde mal angefangen, mich nicht zu konzentrieren. Verdammt nochmal. Ich bin gerade total raus von der Konzentration, man sieht's. Verdammt. Ah! Verdammt. So, ich mache jetzt nochmal einen Versuch. Dann habt ihr eigentlich auch schon alles gesehen, was es an dem Spiel zu sehen gibt. Eine Münze eingeworfen hier. Oh, ich glaube, das ist jetzt ein blöder Anfang gewesen. Ach, das ist einfach toll. Ich finde, das ist toll gemacht. Das ist allein dieser ganze Monitor-Flair, den sie da reingebracht haben. Na, guck mal hier, was mir auffällt, die bewegen sich viel langsamer, nachdem man getroffen wurde. So, jetzt mal einen ernsthaften Versuch. Ich werde vielleicht nicht so viel reden. Mal gucken, ob ich es schaffe. Letzter ernsthafter Versuch. Okay, Konzentration. Puh. Yeah. Ja, fast wie im echten Leben. Verdammt! Gibt's doch gar nicht. Ja. Yeah. Nein! Na, okay. Okay, ich würde sagen, das ist doch schon mal ein guter Punktestand. Ihr habt jetzt genug vom Spiel gesehen. Ich mache jetzt gleich den Link hier rein, wo man es kaufen konnte. Kostet 1,99 im Moment. Das ist jetzt nicht wirklich eine große Investition. Und ich hatte wirklich schon, ich glaube, keine Ahnung, eine Stunde oder was weiß ich, wie viel Spaß damit. Und dafür, also, das ist ein belegtes Brötchen beim Bäcker. Und die sind manchmal richtig schlecht, wenn ihr wisst, was ich meine. Also von daher kann man damit eigentlich nichts falsch machen mit dem Spiel. In dem Sinn, ich jetzt hier mal in das Menü und raus aus dem Spiel. Wir sehen uns im nächsten Let's Play. Tschüss.